Sie sind ziemlich groß, für amerikanische Verhältnisse noch klein, denn es gibt sie noch viel größer. Aber für Schweizer Verhältnisse, da lacht der Heinz, ja, das sind Riesenteile, oder? Das sind die, für die Amerikaner sind das die ganz kleinen. Ja, aber hier in Europa, sage ich mal, da fällt man schon richtig auf damit, oder? Das gibt immer eine Show, wenn man auf den Campingplatz kommt, dann wollen alle Leute das sehen. Denn man hat unvorstellbar viel Platz, oder? Natürlich, es ist eine fahrbare Wohnung. Ich zeige es mal gerade. Da vorne ist ein Zugfahrzeug. Das heißt also, das Ganze geht mit elektrischen Bremsen. Man muss, ich sag mal, das beim TÜV hier in der Schweiz zulassen. Das ist nicht so ganz so einfach, ja, aber es geht. Das ist jetzt ganz neu, die Zulassung vom Dynamiktestcenter. Die brauchen wir neu in der Schweiz. So, ich zeige es mal gerade. Da vorne ist die Sattelkupplung. Die kommen ja aus Amerika. Die sind neu und gebraucht. Du machst beides? Das ist neu. Ja. Das aber seit über 20 Jahren baue ich diese Sattelkupplung ein. Okay, das ist die original amerikanische Sattelkupplung, richtig? Original amerikanische Sattelkupplung. So. Die schafft auch seitlich und in der Länge. Arbeitet die beim Fahren. Okay, das heißt, ich kann auch ruhig mal, wenn es mal ein bisschen uneben ist, das funktioniert, oder? Kein Problem. So, komm, wir gehen mal gerade da vorne hin. Denn das Besondere an den Fahrzeugen ist immer, sie haben immer eine Sattelkupplung, sie lassen sich sehr einfach fahren, sie liegen wie ein Brett auf der Straße, richtig? Das fährt wirklich prima. Ganz gerade, ja. So, ich zeige es mal gerade hier vorne. Oft sind auch mehrere Zimmer mit drin, große Küchen sind mit drin. Wir haben es noch nicht gezeigt. Die Schweizer sind vollkommen begeistert, wenn die das sehen, oder? Weil es ist gar nicht so teuer, oder? Das ist im Vergleich gegenüber Europa ist das sehr, sehr günstig, weil das in ganz großen Stückzahlen hergestellt wird. Ja, in Amerika, da fahren die Leute, der hier wird jetzt gebaut, seit 1972 gibt es die Firma. Also die haben da viel Erfahrung. Kann man das denn auch im Winter benutzen hier in der Schweiz? Klappt das gut? Natürlich. Viele Leute stellen den Auflieger ins Skigebiet. Wir haben gute Heizung drin. Wir haben gute Isolation. Funktioniert. Und mit den Auszügen ist das natürlich eine Wohnfläche wie zu Hause. Ich zeige es mal gerade, eine Leiter ist dran. Das Schöne ist, überall Echtglasfenster. Das sieht man ja in Deutschland kaum oder in der Schweiz. Ja. Also die haben an nichts gespart, oder? Nein, das ist natürlich die Luxusausführung mit den Thermopanfenstern. Das ist auch in größter Kälte, haben wir keinen Beschlag. Kein Beschlag. Komm, wir gehen mal rein und zeigen das Ganze mal. Denn das Besondere ist, Sie sind auf der Straße noch relativ klein. Wie ist die Breite von dem Fahrzeug? 2,50 Meter. Also 2,50 Meter. Ist auf Schweizer Straßen, geht's, oder? Kein Problem. So. Ist überall zugelassen. Wenn eine Straße weniger als 2,50 Meter erlaubt, dann muss sie beschriftet sein. Aber das gibt es sehr selten. So, die Front ist wahrscheinlich aus GFK? GFK-Front mit vor allem auf dem Fahrzeug haben wir die drehbare Nase vorne. Das ist gerade von Lippert. Das ganz Interessante hierbei ist, dass ich sag mal, das Rangierverhalten, wenn man das mal geübt hat, das ist einfacher als beim Wohnwagen, oder? Einfacher als beim Wohnwagen, weil mit dem System kann ich 90 Grad einschlagen. Ja. Das heißt, ich kann diese Nase kann ich drehen, dass ich mit dem Zugfahrzeug so drunter fahren kann, okay, und auf der Stelle drehen kann. Habe ich die Möglichkeit, ähnlich wie beim Wohnwagen, so ein Mova anzuschließen, also einen Motor, der das Ganze bewegt, oder braucht man das nicht? Das brauchen wir nicht, nein. Okay. Das heißt, man lässt es ab, macht die Stützen raus? Ja, bei Auflieger brauchen wir den Mova, brauchen wir nicht. So, jetzt schauen wir mal gerade, hier vorne ist gerade jetzt eine Markise rausgefahren. Das ist auch keine ganz normale Tedford-Tomatic oder irgendwas, ja, sondern das ist richtig qualitativ hochwertig. Ja? Ja, natürlich, wir brauchen keine Stützen außen an der Story. Die geht, Wahnsinn. Die geht so zusammen
und haben immer, jetzt sind alles Elektrostoren natürlich, ja, mit Beleuchtung drunter. Kann man noch sogar die Farbe einstellen vom Licht. Süß. So, das heißt, deine Aufgabe ist es, die von Amerika rüberzubringen, dafür zu sorgen, dass die Schweizer eine Zulassung kriegen hier, richtig, komplett. Und du hast Stauraum, richtig viel Stauraum. Natürlich Stauraum. Warte, ich mach mal gerade ein bisschen heller, da können wir es ein bisschen besser sehen, was hier drin ist. Die Verarbeitung ist ordentlich in Amerika? Ja. So, jetzt schauen wir mal gerade hier vorne. Also Stauraum hast du mit drin, du hast ganz viele Slide-Outs, das heißt, innen drin hast du ein Raumgefühl wie in einer Wohnung. Wie in einer Wohnung. So, das ist so ein typischer Slide-Out. Die Seiten, was ist das für ein Material an der Seite? Das ist GFK. Okay, GFK, das heißt, es kann nicht verrotten, oder? Ja, ja. Sehr schön. Die hier ganze Struktur ist aus Aluminium. Aluminium und GFK. Ja. Das sieht man. Sieht man, dass die Chassis ist alles aus Aluminium gemacht. Okay, das heißt alles verstärkt. Da vorne ist der Hauptschalter. Das heißt, da kann ich alles stromlos machen. Ich nehme an, das hat auch eine eigene Batterie, oder? Eigene Batterie, Ladegerät. Man ist immer autonom. So, das Schöne ist, ich kann auf dem Campingplatz mein Fahrzeug hier mitnehmen und kann damit Reisen machen. Das ist der Vorteil. Ist der Vorteil. Man ist immer beweglich. Im Wohnmobil ist ja das Problem, das steht da und dann habe ich ein riesen Wohnmobil, 11 Meter Länge, will irgendwo hinfahren, da muss ich mein Auto hinten aus dem Heck rausziehen. Ja. Genau, ja. Das geht hier mit dem Führerschein C1, würde gehen, oder? Oder ist es hier zu schwer? Hier fahren wir mit dem ganz normalen Führerschein. Ja, mit dem B. Mit dem B, ja. Ist schon. Das ist kein... So, ich zeig's mal gerade, hier vorne sind die technischen Daten. Durango 283 RTL, der ist jetzt aus Oktober 2021, relativ neu. Ja, das Ganze. So, hier sieht man 9,80 Meter Länge. Das ist, ich sag mal, für europäische Verhältnisse ja lang, aber wirklich in Amerika sind die noch länger, oder? Amerika ist meistens drei Achsen und natürlich viel länger und viel schwerer. Wir müssen bei 3,5 Tonnen bleiben, dass wir mit dem normalen Ausfest fahren. Ich weiß, dass üblicherweise bei den Fahrzeugen, die sind schon vorgerüstet für diese Trailer, das heißt, die Rückfahrkamera ist zum Beispiel direkt am Kabel dran und so weiter, elektrische Bremsen werden angezeigt und so weiter. Das ist ein tolles Fahrzeug dafür, oder? Der Ram hier. Das ist wirklich die beste Ausführung, die wir haben. Es gibt eine einfache Ausführung. Aber das ist jetzt das Top-Modell. 5,7 Liter, man kann ihn auch auf Gas stellen, das geht LPG? Gibt es auch, ja. Weil ich sag mal, das hier ist ja jetzt ein Fahrzeug, man fährt es, Spritverbrauch ungefähr, was denkst du? Da fahren wir leer, ohne Auflieger fahren wir bei 12 Liter und mit Auflieger fahren wir bei 16 bis 18 Liter. Was ganz wichtig ist, ein großer Teil der Last liegt ja auf dem Fahrzeug drauf. Das ist anders wie beim Wohnwagen, wo ich 60, 70 Kilo habe. Hier liegen 600, 700 Kilo drauf, oder? Hier haben wir zwischen 600 bis 750 Kilo. Und damit bleibt der ganze Zug sehr stabil. Okay, das heißt, das Schwanken existiert nicht. Also eigentlich wie ein Sattelschlepper groß auf der Straße, wenn ich jetzt fahre, ein Camion oder so irgendwas, das ist vergleichbar, oder? Nur haben wir natürlich mit der Leistung, mit dem Motor haben wir so viel Leistung, dass wir... Ja, Power, Torque, Drehmoment, ja. So, komm, wir machen das mal gerade. Du hast hier viele verschiedene Modelle. Ich nehme an, dass du das schon lange machst, oder? Hier den Import? Seit 1990 habe ich das erste Mal den Auflieger hier in Bern gezeigt. Und, wie war die Reaktion? Die ist immer noch super. So, komm, wir gehen mal rein und schauen das Ganze mal. Hier sieht man, es sind ganz viele Sachen, sind serienmäßig eingebaut. Klimaanlage, große Küche und so weiter, richtig? Das ist serienmäßig. Das ist der amerikanische Stil. So, auch die Fliegengitter aus Metall, eine ganz große Aufbautreppe, ich zeig's mal gerade, sie heißt sogar Solid Step. Das heißt, hier können sogar große Personen dann immer hier eine Griffleiste mit drin. Ich habe also hier, kann ich ordentlich aufsteigen. Ich habe eine breite Aufbautür, das heißt, ich kann Boxen und so weiter reintragen einfach. Kein Problem, ja. So, die Fliegenschutztür aus Metall. Die Türen, ja. Ach, Heinz, ich bin so froh, dass du da bist heute. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist jetzt für amerikanische Verhältnisse relativ modern schon, fast schon European Style vom Polster.
Das geht natürlich noch viel, ich sag mal, amerikanischer so ein kleines bisschen. Aber jetzt sieht man mal das Platzverhältnis hier. Schau mal, Heinz, du kannst drin tanzen, oder? Ja, hier könnte man praktisch tanzen, ja. Das ist ein Wohngefühl wie zu Hause. So, du hast hier eine Insel zum Kochen, das ist sehr praktisch. Das heißt, du hast richtig Platz. Viele Leute kochen ja auch richtig hier drin, oder? Natürlich, ja. Phänomenal. Das heißt, draußen das Auto, der Preis von dem Ram, der draußen steht, was kostet der? Der kostet zwischen 70 und 80.000 Franken. Okay, das heißt, der ganze Zug komplett, circa 160, 170? Zwischen 150 bis 175.000. So, wenn ich schon ein Auto habe, so ein Ram oder sowas ähnliches, das würde gehen? Das ist kein Problem. Ich habe die Homologation für die Sattelkupplung montieren von 2010 bis heute. Ja, jetzt sieht man sehr, sehr schöne Sachen hier vorne. Da hast du, ich sag mal, eine Lounge, ein Lounge-Sofa mit drin, wo du, ich sag mal, bei den großen Anbietern Concorde, Morello einen riesen Aufpreis zahlen würdest hier. Und das ist hier Serie, oder? Das ist amerikanischer Luxus. Das braucht man, das ist angenehm. Ja. Ich nehme mal an, dass du die ganze Anlage auf 230 Volt umgebaut hast, oder hier? Alles auf 230, gut. So, wenn du dich mal gerade hinsetzt, sei mal gerade so lieb, man sitzt da wirklich gut drin, oder, Heinz? Dass du mir das einfach mal zeigst. Ich habe gestern, hat ein Kunde gesagt, ich will den Auflieger wechseln, von neuen. Ja. Aber wenn ich ihn zurückgebe, den alten, dann diese Stühle, die will ich behalten, die sind bei mir zu Hause. Da haben wir so viel Komfort, um Fernsehen schauen, Die Lounge-Sessel, ja. Ja. Das ist mit Massage. Mit Massage? Mit Massage, mit Heizung. Das ist ein wunderbarer. So, das heißt, das Ganze kann reingestellt werden. Jetzt hast du hier einen eigenen Essbereich. Das ist ja im Wohnmobil auch nicht so. Da musst du immer irgendwas, ich sag mal, du machst die eine Sache so, die andere so. Aber hier hast du einen eigenen Essbereich. Hier kannst du frühstücken. Essbereich mit Tisch zum Vergrößern. Und alles aus Holz gemacht, richtig, gell? Ja, das ist echt Holz. Echt Holz. Mit Stühlen, mit Stauraum. Ach so, und wenn du da entsprechende Auflagen oder irgendwas machen möchtest? Da kann man die Zeitung drunter legen, dass jeder seinen Platz hat. Das ist jetzt schon die Version für, ich sag mal, etwas kältere Temperaturen. Da gibt es ja verschiedene Versionen, oder? Das ist jetzt mit den Thermopan-Fenstern. Das ist eine Isolation, die fantastisch ist. Da haben wir nie Beschlag am Fenster. So schön ist, wenn man hier sitzt, man kann seitlich rausschauen. Das geht beim normalen Wohnwagen ja gar nicht. Das heißt, also du kannst einfach rausschauen, gucken, wer kommt. Ja, man kann rausschauen, aber die Leute können nicht reinschauen, weil es ist als Das ist schwarz, das Fenster, gell? Ist getönt. Du sprichst getönt, super Deutsch, ja, ganz ehrlich, ja. Ist normalerweise sprichst du im Prinzip Schweizerdeutsch und Französisch? Praktisch nur noch Französisch. Praktisch nur noch Französisch, okay. Nickel, komm, aber in der Deutschschweiz aufgewachsen. So, wie vive en France, kurz gesagt, parce que je vive près de la frontière, d'Allemagne, en Alsace. Super, also man sieht hier Folgendes. Ich habe eine Mikrowelle, die ist immer Standard, richtig? Die kann auch zeitgleich wahrscheinlich backen, kann alles machen. Das ist in Amerika, ist das jetzt, ich sag mal, absoluter Standard. Das muss drin sein. Das ist Standard. Ja. Es muss, Mikrowelle muss da sein, muss Gasbachofen ist da. Das ist serienmäßig Kühlschrank. Der kleine Kühlschrank, ja. Das nenne ich ja mal ein Dometic. Das ist der kleine übrigens von Dometic. Wenn man sieht, der ist auf Gas, auf Strom? Gas und Strom. Gas und Strom. Das sieht man hier. Also da habe ich einen richtigen Haushaltskühlschrank mit drin, von der Größe her. Dann habe ich überall viele Türen. Das heißt, ich kann alles ordentlich verstauen. Platz habe ich genug. Ja, weil in Amerika haben wir Kühlschränke, die sind größer. Ja. Dann ist kein Stauraum hier. Dann ist der Kühlschrank ist so breit, weil der für die Wohnung. Aber dann brauchen wir 50 Ampere Stromanlage. Und aus diesem Grund machen wir den kleinen Kühlschrank. Okay. Für bei uns ist
die Stromversorgung ist zu schwach für den amerikanischen großen Krieg. Auf den Plätzen da oben ist die Klimaanlage drin, da sind wahrscheinlich mehrere Klimaanlagen drin. Wie viele sind drin? Zwei. Nur eine. Eine nur, okay. Nur eine, weil die Klimaanlage für Schlafzimmer, die müssen wir rausnehmen, ja. Weil auf dem Campingplatz, wenn wir zwei Klimaanlagen laufen, haben die der Leute Strom. Keinen Strom mehr. Dann geht der Strom nicht mehr. Ich zeige mal gerade was Schönes. Das ist ein Fernseher, der hat jetzt wahrscheinlich 50 Zoll und das ist auch schon... Ich sag mal, die kleine Version in Amerika, das geht noch größer in Amerika. Ja, doch größer. Aber für europäische Verhältnisse ist das groß. Ist das ein schöner, gut. So eine Stereoanlage. Das ist der Ofen. Ach, wie süß. Aber da stehen die Amerikaner drauf, oder? Das ist geil. Aber das ist super. Ich bin nicht für Shishi, das gefällt mir nicht. Aber da haben wir eine Elektroheizung. Okay, das ist also nicht nur Licht, sondern er heizt auch. Nicht nur, ja. Dann kommt dann die warme Luft hier raus. Okay. Und stark. Natürlich, wie der amerikanisch ist das. So Level 4. Das ist ja in Amerika so, dass die Leute, die das benutzen, kommen aus allen Altersgruppen. Das sind nicht nur Leute, die alt sind, sondern da machen ja. Familien alle, oder? Ja, ja. So, hier vorne. Achso, blau auch noch. Im Winter machst du blau. Okay. So, da ist uns die Anlage mit drin. Mit DVD-Player und Boxen. Das ist auch interessant, das ist wahrscheinlich ein Schlafsofa. Kann man das kann man ausziehen als Bett. Das kommt dann bis 2 Meter Breite. Also ein richtiges Bett habe ich hier drin. So ein Panoramafenster, dass ich dann auch auf die Alpen schauen kann hier, die Schweizer. Dann habe ich hier überall noch Oberschränke mit drin. Ist das Fahrwerk ordentlich? Das heißt, also das Fahrwerk unten drunter, die Federung, da passiert nichts hier mit den Sachen, die hier drin sind? Nee. Ich habe es nicht verstanden. Also es ist ja unten drunter ein Fahrwerk, da sind also zwei verschiedene Achsen, die Federn, ja. Ja, natürlich. Ist die Federung ja, gut? Sehr gut, ja. Okay. Sehr. Das ist das sind Gummiachsen, die den Komfort haben, dass das Fahrzeug auch in den Kurven sehr stabil bleibt. Das ist auch relativ breit. Ja, jetzt kommt es ja noch besser. Ihr habt ein Badezimmer, da würden viele sich zu Hause, haben die wahrscheinlich nicht so ein schönes Badezimmer, oder? Das ist ja drin. Das hören wir immer von den Kunden, das ist ja besser als zu Hause. Ist das hier das Badezimmer dort? Oder ist da Nein, nur? Das Badezimmer ist so. Und hier, das was ist da drin? Stauraum. Für Haushaltssachen, Vorräte. So, hier vorne hast du da noch. Sag mal, das hier ist ja auch was, wo die Leute drin leben können, oder? In Amerika. Das ist gebaut für zum ganzen Jahr drin leben. So, hier vorne hast du dann nochmal einen großen Schrank mit drin. Das Ganze in Echtholz. Das ist in Amerika auch Standard. Da wird ja noch geschreinert. Hier sind übrigens schon die Schweizer Stecker, hast du schon reingemacht? Die Schweizer Stecker, ja. Süß. Das müssen wir umbauen für die Verhältniswelt. So, komm, wir gehen mal hoch. Hier vorne hast du eine Steuerung mit drin. Das heißt, da kannst du wahrscheinlich alles steuern, Licht und so weiter. Das ist modern. Heute ist alles mit dem, kann man den umstellen, was man alles braucht für Heizung, für Licht, für die Markisen. Wasserpumpe, ja. Die Markisen, das ja. Kann man alles hier einstellen. So, und das Schöne ist, die Heizung ist ganz einfach. Die ist auf Gas, die Heizung hier? Ist Gasheizung, ja. Das ist Bodenheizung. Fußboden? Fußbodenheizung. So, und das ist ja meine Dusche hier, Heinz, oder? Voilà. Voilà, sagt er. Das ist die Dusche, das ist rechteckig, das hat viel Platz und das erlaubt zum Nebenan einen Stauraum machen für die Waschmaschine. Gut, die ist schon drin, die Waschmaschine? Zugänglich vom Schlafzimmer her. Okay, das können wir uns gleich mal anschauen. Eine große Toilette hast du. Das Tankvolumen Frischwasser, was geht hier rein? Da gehen zwischen 200 und 300 Liter, je nach Modell. Okay. Toilettentank, der ist 100 Liter.
muss man nicht jeden Tag die Toilette leeren. Schwarzwassertank dann in dem Fall. So, dann hast du hier Edelstahl-Waschbecken ist hier mit drin. Also wir reden hier über ein Fahrzeug über 89.000 Franken, also ca. 89.000 Euro im Moment, plus minus. Dann hast du hier ein richtiges Queen-Size. Euro gibt das 100. Nein, Euro ist ja billiger. Echt, der Euro ist billiger. Sind wir stärker als der Franken? Ist der Euro stärker wie der Franken? Der Euro ist stärker als der Franken. Ja. Also 90.000 Franken macht 80.000 Euro. Okay. So, ich zeig mal gerade. Das ist ein großes Queensbett, was hier drin ist. Das ist das normale Bett. Das normale Bett? Das normale. Das Queensbett ist 2 Meter. Da schläft man ja wie zu Hause, ne? Ja, das ist Komfort. Ja, und das ist das Kleine, die kleine Version, muss man sagen. Ja. Du könntest, wenn einer was Größeres haben möchte, kannst du auch besorgen, oder? Kann man bestellen mit dem Queenbett, das ist dann das 2-Meter-Bett. So, jetzt kommt's noch besser. Du hast richtige Schränke hier drin. Das heißt, man kann hier kann man Kleiderschränke, ja. Hängende Sachen für Skiurlaub und so. Ja, und der ist jetzt zum Fahren, kommt der Kleiderschrank rein. Ja. Und auf dem Platz, Knopf drücken, dann geht der raus. Dann fährt er raus, haben wir mehr Platz. Und das ist die Waschmaschine mit Trockner. Ja, und das ist, da drin ist jetzt... Hat er feste? Ja, genau. So, die ist jetzt noch nicht montiert, aber die kommt. So, da wäre jetzt Platz für die Waschmaschine. So, da kann man eine Miele reinmachen. Alles schon vorbereitet. Und das sieht man schon, ist alles vorbereitet für die Waschmaschine einzubauen. Mit Trockner. Ja. So, ist das in Amerika ein Thema, Lithium eigentlich? Oder kommt auch in Amerika. Ja. Wir haben schon das Ladegerät, kann man schon einstellen für Lithium-Batterie. Und das ist das ganze Fernseh. Vorbereitet. Die Verkabelung für das Fernseh ist alles vorbereitet. Ja, Heinz, wir sprechen hier für unter 100.000 Franken. Die meisten Leute schauen aufs Preisschild. Du hast hier Fahrzeuge da für 50.000 Franken, die größer sind als jeder Wohnwagen in Europa. Da gibt es eine riesen Nachfrage. Wie viele sind jetzt im Moment auf der Straße hier in Schweiz? Wie viele hast du schon verkauft? Oh, das ist in Stückzahlen gibt es so 20 Fahrzeuge. Im Jahr? Ja. Okay, schön. Ja, Heinz, komm. Wir machen mal eins. Du hast ganz viele verschiedene da. Die Leute stehen schon draußen, Schlange, die möchten hier reinschauen. Das ist so. Wird hier auf der Messe auch mal verkauft? Gibt es da Leute, die sagen, ich will jetzt kaufen? Ja. Gibt es. Ja, ja. Das ist eine Verkaufsmesse. Zum Glück. Zum Glück. Ansonsten wäre es ja langweilig. Ja. So, ich zeig's mal. Also, ich wiederhole nochmal. Ein Riesenraum. Länge hier sind unter 10 Meter. Der ist 10,40 Meter. 10,40 Meter. Aber ein Teil liegt ja über dem Fahrzeug, deswegen ist es gesamt... Aus diesem Grund ist der ganze Zug ist kürzer, als wenn man einen Wohnwagen anhängt. So, hier ist es so. Und ja, wenn ich das haben möchte, ihr seid wo eigentlich in der Schweiz? In Neuenburg, in der französischen Schweiz, Neuenburg, Saint-Blaise bei Neuenburg. Und die Fahrzeuge hier, ich nehme an, das hier ist jetzt schon bestellt, verkauft, oder? Oder ist das noch da? Das sind jetzt ganz neue Fahrzeuge, die kann man... liefern, sobald der Kunde will. Okay, wenn ich sowas in Deutschland haben will, das geht auch in Deutschland? Oder schwierig? Das ist ein anderes Problem. Anderes Problem, der TÜV ist da ein bisschen anders drauf, oder? Ja, das Problem, die Homologation ist für die Schweiz. Okay. Und ich kann heute nicht sagen, das ist genau gleich in Deutschland. Ich habe immer das Gefühl, die Schweizer sind noch härter wie die Deutschen, ja. Also wenn es in der Schweiz läuft, kann es vielleicht in Deutschland laufen, ja. Wir hoffen auf das, ja. Sehr schön, aber das ist ja nicht dein Problem, du bist ja für die Schweiz zuständig. So, wir gehen mal kurz raus, hier vorne ist der Feuerlöscher drin, der ist hier drin, dass wir das Ganze mal sehen. Das muss drin sein, das Gesetz in Amerika ist Feuerlöscher, ist der Gaswarner. Okay, der Gaswarner. Gaswarner, das ist immer serienmäßig eingebaut. Ja. So, komm, wir gehen mal raus, Heinz. Lass mal ganz kurz, ich gehe mal vor. Und alles ist mit drin, das heißt hier die Markisen, die 2 Stück sind mit drin.
Die Fenster sind mit drin, die Thermofenster, all das bekommt man für 86.500 Schweizer Franken. Da ist natürlich die Mehrwertsteuer auch schon drin in der Schweiz. Natürlich, das sind... So, Breite sind 2,55 Meter und die Nutzlast 767 Kilo Zuladung. Nee. Das ist der Vorteil, da haben wir immer... Die Chassis sind so gebaut, dass wir kann einladen, haben wir nie Probleme mit der Polizei. Ja, vielen Dank, Heinz, und bis gleich. Tschüss.